und willkommen zurück zum nächsten Video zu den Einstellungen deines Starter- bzw. Selfmade-Blocks. In diesem Video geht es also direkt um die MailPoet Autoresponder-Einstellungen. Wie du weißt, verfügt dein Blog über einen automatischen Autoresponder, also ein Newsletter-System, mit welchem du zum einen Newsletter-Adressen erfassen, generieren kannst, gleichzeitig auch automatisch Mails raussenden kannst. Und das Ganze muss natürlich angepasst werden an deine persönlichen Einstellungen. Und du gehst eben hier direkt unter Anpassungen für Autoresponder vornehmen. Wiederum, wie gesagt, im eingeloggten Zustand und gelangst hier direkt in die Grundlagen. Hier änderst du bitte zum ersten hier oben deine Anschrift ab, also Name plus Anschrift. Das ist ganz wichtig, denn diese erscheint sozusagen auch in jedem Newsletter. Im zweiten Schritt passt du natürlich hier deine E-Mail-Adresse an, hier unter Absender deinen Namen und deine E-Mail-Adresse und das war's eigentlich schon für die erste Seite. Es gibt dann noch eine Einstellung, die du bitte zusätzlich vornimmst und zwar hier oben unter Fortgeschritten. Dort findest du nämlich nochmals Name und E-Mail-Adresse, auch diese bitte beide anpassen, sodass das Ganze stimmig ist. Jeweils bitte unter Einstellungen speichern, wirklich sichern und somit ist dein Autoresponder in diesem Punkt bereits angepasst. Was zusätzlich anzupassen ist, das sage ich dir hier und zwar direkt unter Newsletter erstellen. Du gehst also direkt hier auf Newsletter und wir haben grundsätzlich einen vorgefertigten Newsletter drin, der sich nennt Vielen Dank fürs Abonnieren meiner Infos. Auch diesen bitte unter Bearbeiten hier einstellen. Das dauert meistens einen kurzen Augenblick. Und jetzt kannst du hier Schritt für Schritt nächster Schritt aufrufen. Dann kannst du natürlich auch deine Betreffzeile anpassen. Und sobald du hier auf nächster Schritt gehst, öffnet sich eben auch das nächste Fenster. Und hier passt du bitte auch entsprechend dieses Formular an und nimmst zum Beispiel ein anderes Logo rein. Du kannst den Text hier anpassen. Und natürlich auch eine Vorschau an dich senden. Wenn du das erledigt hast, wieder auf nächsten Schritt gehen. Und auch hier bitte unbedingt Absender und E-Mail-Adresse nachträglich anpassen. Wenn das Ganze aktiviert ist bzw. fertig ist, dann kannst du es aktivieren. Du gehst einfach auf Jetzt aktivieren, speicherst das Ganze ab und schon ist dein Newsletter komplett auf dich zugerichtet. Okay, das wäre es schon für diesen Punkt. Ich freue mich aufs nächste Video. Bye bye, dein Volker Schieben.